Hallo und herzlich willkommen zurück. Ich begrüße dich ganz recht herzlich zu Die Sims 4, einer weiteren Baufolge. Ja, und gestern sind wir ja schon einigermaßen weit gekommen. Wir haben zumindest schon mal das obere Stockwerk errichten können. Ja, und dann hatte ich ja dieses Problem, dass die Tapete sich da irgendwie immer wieder hingefleppt hat. Aber das habe ich jetzt irgendwie dann doch in den Griff gekriegt, wenn man das alles einzeln tapeziert hat. Ja, wie ging es jetzt weiter? Ich habe noch so ein bisschen so halt die Tapeten und so nochmal verbessert, habe mir das nochmal alles angeguckt, ob mir das auch wirklich so gut gefällt. Und dann habe ich so langsam angefangen mit dem, wie heißt es? Mit dem Einrichten. Genau. So, zuerst habe ich erstmal das Kind wieder hochgebracht, da wo es hingehört, damit es nicht die ganze Zeit draußen steht. Das sah nämlich ziemlich komisch aus. Ja, und dann habe ich langsam angefangen einzurichten und habe mir halt so ein bisschen was überlegt. Der Part geht auch nicht ganz so lange. Ich glaube, es sind so 13 Minuten so um den Dreh. Denn, ja, das Geld hat einfach nicht mehr gereicht. Muss ich ganz ehrlich sagen. Wir hatten halt nicht sehr viel Geld zur Verfügung. Wie ihr seht, wir haben nur noch 5000 Simoleons für die komplette Einrichtung. Das ist natürlich nicht viel. Das ist übrigens ein Bett, was ich hier runtergeladen habe. Das sah irgendwie beim Runterladen besser aus. Aber, naja, es geht eigentlich. Es ist so eigentlich auch ganz hübsch. Das kann man vielleicht als Kinderbett oder so später mal nehmen. Ja, da habe ich natürlich erst überlegt, nehme ich dieses Bett. Aber ich wollte halt gerade in Marys und Dominiks Zimmer halt ein bisschen so den Erwachsenen-Schliff mit reinbringen. Und da finde ich, da hat das Bett nicht ganz gepasst mit dem Herz da und so. Deswegen habe ich mich dann schlussendlich für dieses entschieden. Und wollte es halt auch in diesen Farben so einrichten, also das ganze Zimmer. In diesem grün, bräunlich-grauen Ton, weil das finde ich eigentlich ganz schön und sieht eigentlich auch ganz erwachsen aus. Ja, bei mir hatte ich das Problem, das Zimmer war so mega klein. Ich wusste nicht, wo ich das Bett hinstellen soll. Ich wusste nicht, weil ich wollte jetzt auch auf jeden Fall auch ein großes Bett geben. Da ja, sie wahrscheinlich auch früher oder später mal mit einem Mann nach Hause kommt und dann wollte ich halt nicht, dass sie sich das Einzelbett mit demjenigen dann teilen muss. Deswegen war ich die ganze Zeit am Überlegen, welche Farbe, wo soll ich das Bett hinstellen. Das war etwas schwierig irgendwie, da es halt, ja, doch ziemlich klein und verwinkelt ist, das Zimmer. Und ja, das war halt, wie gesagt, ein bisschen schwieriger, das so einzurichten. Da ist ja auch irgendwie mit der Tapete, passt das da nicht immer alles so richtig. Aber da gucke ich nochmal, ob ich da nicht irgendwann doch vielleicht was anderes mache. Denn, ja, wie gesagt, das Geld war einfach zu knapp. Und deswegen habe ich halt hin und her überlegt, ja, wollte ich das so hinstellen. Das fand ich eigentlich auch ganz cool, aber das ist dann doof, weil dann so ein Nachttischchen, das müsste dann so im Weg stehen, das wäre dann blöd. Schlussendlich habe ich es so hingestellt. Aber wie gesagt, wie ihr seht, ich konnte mich da einfach kaum entscheiden. Das ist mir wirklich schwer gefallen, auch mit der Bettauswahl an sich. Ja, so ein teures Bett konnte ich mir halt natürlich nicht leisten. Die sind alle mega teuer gewesen. Da unten, die sind, glaube ich, ab 1000 Euro und aufwärts. Und das war mir eindeutig zu viel. Ja, und ja, bei Mary wollte ich es eigentlich so halten wie gehabt. Bei mir wollte ich es eigentlich halten wie gehabt, denn sie ist halt Wissenschaftlerin. Und ja, ist halt sehr auf ihre Karriere bedacht und experimentiert halt sehr gerne. Und deswegen wollte ich auch diese ganzen Dinge, wie zum Beispiel den Experimentiertisch und ihre ganzen Lampen, die sie schon gebastelt hat, auf jeden Fall mit ins Zimmer einbringen. Das war halt einfach schwierig, weil es so klein ist. Für das Kinderzimmer finde ich es perfekt, die Größe, weil ein Kind braucht nicht mehr Platz, ein kleines Bett reicht. Und das finde ich einfach gut, das reicht. Aber für mich war es halt wirklich schwierig. Wie ihr seht, habe ich mich dann auch erstmal etwas anderem gewidmet, denn ich habe mir gedacht, sonst sitze ich hier noch 3 Stunden dran. Also habe ich mich jetzt ans Badezimmer gemacht. Und da war ich, glaube ich, auch ganz glücklich drüber. Und ich habe halt einfach das Billigste vom Billigsten genommen. Gut, da habe ich eine etwas teurere Dusche genommen, weil ich dachte, gut, das kommt noch hin mit der Kohle. Und ja, es war einfach schwer, das wirklich schick einzurichten mit so wenig Geld. Weil 4000 Simoleons sind halt nicht mehr viel. Und ich wollte es schon einigermaßen schön haben, damit wir nicht so viel zurückstecken. Weil wir hatten ja halt vorher auch schon nicht viel. Und jetzt haben wir noch viel weniger. Das ist natürlich blöd. Aber so ist das halt. Und die beiden, die verdienen ja im Moment auch recht gut Geld. Und ich denke, im nächsten Part, der nächste Part wird dann wieder ein ganz normaler Part werden.
ein ganz normales Gameplay. Ich denke, da werden wir dann auch sehen, dass wir dann wieder schnell Geld haben, vor allem wenn der Dominik malt, dass wir dann auch mal ein bisschen bessere Einrichtungsgegenstände benutzen können, beziehungsweise wieder ein bisschen mehr einrichten können, weil es fehlt an allem eigentlich. Es fehlt an Deko, es fehlt an sämtlichem Zeug. Gestern hatte mir die Brini, glaube ich, auch in die Kommentare geschrieben, dass sie eher so der Einrichtungsmensch ist. Ich eigentlich auch. Nur da ich das jetzt natürlich nicht so ganz ausleben konnte mit so wenig Geld, ist es natürlich jetzt nicht so der Hammer geworden. Ich habe auch direkt zu ihr gesagt, sie soll nicht zu viel erwarten. Es ist halt sehr bescheiden. Ja, und die Küche, die hat jetzt mal eben 2000 Simoleons gekostet. Sehe ich auch jetzt erst, dass sie so mega teuer war. Außerdem habe ich vergessen, dass wir noch gar keine Staffelei haben. Das muss ich auf jeden Fall auch noch irgendwie nachkaufen. Wir haben, glaube ich, schlussendlich noch 400 Simoleons oder sowas. Und das Ding ging mir ja richtig auf den Keks, ne? Immer steht da, da Objekt kann nicht gefunden werden. Das muss ich dann nochmal im Live-Modus checken, ob ich es dann irgendwie wieder wegkriege. Das hat mich echt genervt. Ja, auf jeden Fall habe ich dann halt geguckt, nochmal oben, ob ich es da nochmal irgendwie anders hinkriege. Ich denk mir gerade auch so, was habe ich mir dabei gedacht, die ganze hin und her zu switchen, aber naja, das macht man halt so, wenn man dann gerade irgendwie so am Bauen ist, dann ist man so in seiner eigenen Welt und bedenkt gar nicht, dass man da vielleicht gerade am Aufnehmen ist. Ich glaube, wenn ich jetzt wirklich dabei noch kommentiert hätte, oh je, dann hätte das wahrscheinlich ganz anders ausgesehen, dann hätten wir wahrscheinlich noch 10 Parts länger gebraucht. Da ich da wirklich mich da null konzentrieren kann, wenn ich dazu noch erzählen muss. Deswegen habe ich das so gemacht, dass ich das halt nachkommentiere. Das ist halt einfacher für mich und angenehmer wahrscheinlich auch für euch. Dann könnt ihr einfach mehr sehen und ich kann euch auch mehr dazu erzählen. Ja, dann mit der Kommode, da habe ich mir gedacht, die kann ich da ja super hinstellen. Super, passt prima. Und dann ist mir aber eingefallen, ach nee, du hast ja noch diesen riesen Experimentiertisch. Den musste ich natürlich auch noch irgendwo unterbringen. Das war da natürlich wieder so ein... Ja, das war natürlich wieder blöd. Denn da habe ich auch gar nicht drüber nachgedacht. Das habe ich aber dann hinterher, glaube ich, ganz gut geregelt. Da könnt ihr mir mal ja sagen, wie euch das gefallen hat. Wie ich das dann schlussendlich gestellt habe. Ja, wie ihr seht, hin und her überlegt. Ich wusste einfach nicht... Also irgendwie so richtig gefallen tut es mir immer noch nicht, sage ich ganz ehrlich. Ich wollte es dann erst so hinstellen, das ging dann aber auch nicht wegen der Tür, dass ich dann vielleicht die Tür nochmal woanders hinstelle und das Bett dann dort in die Ecke mache. Das wäre eigentlich eine gute Idee. Ja, das wäre eigentlich nicht schlecht, wenn ich es da vorne so in die Ecken reinstelle. Wenn ich die Tür da wegmache und die Tür nach ganz rechts mache, würde es eigentlich gehen. Ja, aber wie ihr seht, es ist einfach schwierig. Vor allem, wenn man das jetzt im Nachhinein sieht, ne, dann fällt einem natürlich noch mehr auf, was man hätte besser machen können oder was man hätte verändern können. Aber das sieht man halt nicht in dem Moment, wo man dann gerade am Bauen ist. Da ist man dann, entweder hat man dann die Mega-Blockade oder man hat die super Ideen. Eins von beiden ist es immer. Ja, dann habe ich mich wieder für unsere alte Couch entschieden. Die hatten wir ja vorher auch schon. In so einem Cremeton habe ich die, glaube ich, genommen. Nicht so ein ganz weiß, so ein Cremeton, weil ich das ganz schön zur Wandfarbe fand. Ja, die wollte ich eigentlich auch ganz anders hinstellen. Jetzt habe ich sie erstmal so blöd und popelig dahingestellt, da ja das Ding da nicht verschoben werden kann. Aus was für Gründen auch immer. Ich hoffe, das regelt sich dann im Live-Modus, sonst haben wir echt ein Problem. Ja, ich habe es jetzt erstmal provisorisch einfach irgendwie dahin gefletzt und hoffe, dass es jetzt erstmal so reicht. Den Oldschool-Fernseher haben wir auch wieder zurück. Es hat nicht mehr für den guten gereicht, aber das werden wir alles im Nachhinein auf jeden Fall noch kaufen. Jetzt sieht es natürlich etwas kahl und blöd aus, aber das wird sich noch geben. Ja, dann habe ich festgestellt, ich habe es einmal im Inventar und einmal draußen stehen. Dann wollte ich es verkaufen, das ging ja dann wiederum nicht. Und irgendwie ganz mysteriös habe ich es jetzt zweimal im Inventar, also irgendwie hat es sich geklont. Dann habe ich das Ganze aber versucht mit dieser Kugel dort, die da auf der Kommode noch draufsteht, habe ich das damit mal versucht. Und damit ging es dann aber irgendwie auch nicht. Das war auch ganz komisch. Die ist dann aus dem Inventar verschwunden, als ich sie verkauft habe. Obwohl sie eigentlich im Inventar drin war. Und das war schon, ist schon irgendwie komisch. Aber da werde ich dann mal gucken, ob ich das dann irgendwie hinkriege. Und wie ihr jetzt seht, wir haben noch 447 Simoleons. Also wirklich nicht mehr die Welt. Der Part ist jetzt gleich auch schon zu Ende.
zwar noch nicht ganz, aber gleich. Und ja, wie ihr seht, es hat sich einfach, es hat einfach hin und vorne nicht gereicht. Also wir hätten auf jeden Fall mehr sparen sollen. Aber gut, wir haben jetzt erstmal das Wichtigste drin, würde ich sagen. Die wichtigsten Sachen sind auf jeden Fall im Haus vorhanden. Kühlschrank, Toilette, Dusche, Betten und sowas. Wie wir das jetzt im Nachhinein noch machen mit dem Einrichten und so, das werden wir auf jeden Fall noch sehen. Aber ich denke, da werden wir jetzt in der nächsten Zeit auf jeden Fall viel und hart arbeiten. Vor allem der Dominik kann viel malen, da muss ich halt noch die Staffelei irgendwie zusammenkratzen. Und dann werden wir auf jeden Fall wieder eine Menge Geld haben und dann können wir auch, ja, halt noch diesen Verein schliffen. Ne? Ist halt noch ziemlich leer und öde. Aber so haben wir halt auch noch viel Platz für tolle Ideen und für weitere tolle Sachen. Ja, der Garten ist natürlich jetzt auch nicht riesig. Das wollte ich ganz nah dran haben, wie ihr seht. Das hat nicht ganz so geklappt, deswegen habe ich mal eben schnell ein Sheet eingegeben. Natürlich nicht für Geld, sondern ich habe den Sheet Move Objects eingegeben, damit der wieder drin ist und dann konnte ich die Kommode auch richtig schön dahin batschen. Erst Testing Sheets True und dann bb.moveObjectsOn und das hat dann auch ganz gut geklappt, so wie ich das wollte. So fand ich es bisher am schönsten, so war es einfach, fand ich von der Art und Weise auf jeden Fall irgendwie am praktischen. Das sieht jetzt auch nicht so der Hit aus, aber es ist halt irgendwie so am praktischen, weil es halt so am wenigsten Platz wegnimmt und man beides reinstellen konnte. Ja, es ist halt alles an die eine Wand geklatscht, ne? Da müssen wir halt wirklich gucken, dass ich das vielleicht mit der Tür da irgendwie ändere, dass die Tür dann woanders hinkommt und wir dann dort irgendwie das Bett hinstellen oder so. Ich guck nochmal. Also das werden wir dann alles zusammen noch im Live-Modus machen. Das sind ja dann nur noch so kleine Verbesserungen. Oben habe ich ja auch noch ein großes Badezimmer. Das ist natürlich noch null eingerichtet. Die werden jetzt erstmal unten alle gehen. Das wird auch, denke ich, mal reichen. Die kurze werde ich jetzt erstmal noch ein bisschen Baby sein lassen. Ich denke, so höchstens zwei Parts wird sie noch Baby sein. Dann werden wir wahrscheinlich auch genug Geld haben, um ihr dann auch ein Bett zu kaufen. Weil das nützt ja alles nichts, wenn wir jetzt kein Geld haben. Das Baby wird groß und kann auch nicht mal in einem eigenen Bett schlafen. Und dann habe ich sowieso noch was ganz Cooles vor mit euch. Wenn die kurze dann groß ist, dann wollte ich auch noch die Hochzeitsreise nachholen, wo dann natürlich auch Mia mitkommt. Und dann wollte ich hier Outdoor-Leben nach Granite Falls mal fahren und alle zusammen ein bisschen Campingurlaub machen. Ich glaube, das ist eigentlich eine ganz süße Idee und deswegen ja, hat mir das eigentlich ganz gut gefallen. Das hat mir die gute Paula gesagt oder hat mir die gute Paula vorgeschlagen. Und ja, da habe ich mir dann natürlich gedacht, das ist eine super Idee, das können wir auf jeden Fall mal machen. Ja, da habe ich dann noch die Fotos hingehangen, weil die habe ich natürlich alle gerettet, dementsprechend. Und dann habe ich noch das Bild vom Dominik da hingehangen, was eigentlich auch ganz schön aussieht. Ja, und das war es dann erstmal. Mehr konnte ich leider nicht tun mit dem Geld, was wir zur Verfügung hatten. 497, ich weiß nicht, ob wir davon eine Staffelei bekommen. Ich hoffe es natürlich. Ja, und ich hoffe, euch hat der Part gefallen und ich hoffe, euch haben die Bauparts gefallen. Dann lasst mir doch einen Daumen nach oben da oder ein paar Kommentare. Und ich würde sagen, dann sehen wir uns auf jeden Fall das nächste Mal wieder in einer ganz normalen Folge zu Die Sims 4 Girls WG. Und ich wünsche euch bis dahin auf jeden Fall einen schönen Tag und macht's gut. Tschüssi!